Kann Rostock eine 9-Spiele-Niederlagenserie brechen? Ausgerechnet gegen Alba Berlin. Aber die Albatrosse müssen auf 5 wichtige Spieler verzichten, sind also personaltechnisch dezimiert. In der Anfangsphase hier Travis Goodwin, sehr aufmerksam, Ballgewinn. Alba mit vielen, vielen Turnovers in den ersten Minuten. Aber selber auch hier mit Ball gewinnen. Hermansson gegen Medford. Steal und leichte Punkte. Es ging hin und her. Sehr kurzweiliger Auftakt von beiden Mannschaften. Thema Rebounding. Hier Jani Wetzel zur Stelle. Großes Problem. Rostock ja die schlechteste Mannschaft beim Defensiv-Rebound. Und von außen Berlin in der Anfangsphase mit Klassequoten die ersten 4 Würfe, 3 Treffer von jenseits der Dreierlinie. Das war gerade Sterling Brown. Die Antwort von Tyler Nelson. Wir sind im zweiten Viertel. Zur Halbzeitpause knappe Führung von 6 Zählern für die Albatrosse. Dann das dritte Viertel. Super Anspiel von Hermansson auf Luis Olindi. Aber dann wurde die Defensive bei Rostock besser und man kam insgesamt auch offensiv mit einem guten Rhythmus ins Spiel. Das lag vor allen Dingen an Derek Alston Jr., schon der auffälligste Spieler in den ersten 20 Minuten. Und er begann die zweite Hälfte mit exzellenter Offensive. Aber defensiv muss man eben zupacken. Hier viel zu leichte Punkte für Jani Wetzel. Trotzdem war es jetzt ein super ausgeglichenes Spiel. Medford mit den Punkten für Rostock, die jetzt auch defensiv einen Gang zulegten, viel energischer waren, aus solchen Ballgewinnen leichte Punkte kreieren. Wieder Derek Alston. Fast 5000 Zuschauer in der ausverkauften Halle in Rostock. Komplett begeistert von diesem superstarken dritten Viertel ihrer Mannschaft. Die Antwort von Matt Thomas. Alba suchte jetzt Offensive, speziell über ihren sehr guten Distanzschützen. Thomas zur Stelle, wenn er gebraucht wird. Auch hier 5 Zähler Rückstand für Rostock. Da zählt jeder Wurf auf Berliner Seite. Thomas ist zur Stelle für 3. Das Schlussviertel und jetzt wird es richtig, richtig knackig. Erst einmal hier der Ausgleich. 69-69 von Sterling Brown. Und nun reine Nervensache in der Schlussphase. Super wichtiger Offensiv-Rebound von Malte Delo. Und Rebounds sind mit ausschlaggebend in den letzten 2 Minuten dieser Partie. Ein Zähler vor für Berlin, dann noch einmal Führungswechsel. Super schönes Anspiel, natürlich auf Derek Alston Jr. 28 Punkte von ihm, aber Berlin ist mit einem vorne. 3,4 Sekunden vor dem Ende, Fehlwurf, aber sie holen sich ihren eigenen Rebound und das gelang ihm kurz vorher auch schon mal. Riesenglück für Alba hier in der Schlussphase. Sie gewinnen mit einem in Rostock. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.